Wir haben mit dem ZSC dürfen gönnen. Gönnen Sie mit uns. CA Media, Ihr Partner für WebTV, Imagevideos und Eventreportagen. www.camedia.ch. Es ist mega schön. Also, ich bin total glücklich, dass so viele Familien gekommen sind mit den Kindern. Line-Kids-Spiel. Wir haben über 11'000 Zuschauer. Also, danke vielmals Zürich, dass ihr alle gekommen sind. Und es zeigt einmal mehr, dass Zürich eine grosse Hockeystadt ist. Wenn ich die Liebling so sehe, muss ich sagen, als wäre der Match gestern gewesen. Nein, es war natürlich ein Highlight für uns, für die ganze Mannschaft, für den ganzen Verein, dass wir endlich aus dieser Liftmannschaft, auf dieser ewigen Auf und Ab, können konsolidieren und eine richtige, veritable Nationalmannschaft, die bis heute besteht, machen. Ja, es war ja nicht ein Match, es war ja damals eigentlich noch eine Aufstiegsrunde. Es sind mehrere Mannschaften, die gegeneinander gespielt haben. Und es sind verschiedene Erinnerungen, nicht nur an diesen Match. Aber viel, muss ich sagen, habe ich auch schon vergessen. Wir haben heute, wenn ich alle Spiele wieder getroffen habe, die eine oder andere Geschichte wieder daran erzählt. Und ja, es war eine tolle Zeit auf alle Fälle, ja, wenn du das jetzt wieder hörst. Es war eine super Zeit. Vor allem haben wir eine relativ schlechte Saison gehabt. Wir sind eher durchzogen in die Aufstiegsrunde gekommen und dort ist es dann richtig gelaufen. Wir haben einen super Zusammenhalt in der Mannschaft und das, denke ich, war am Schluss noch matchentscheidend. Und wenn man überraschend aufsteigt, ist es umso schöner. Ja, so gefühlmäßig ist einfach, wie schnell 25 Jahre vergönnt. Also inzwischen muss ich sagen, was ist das schon gewesen? 25 Jahre, man trifft Kollegen hier, die Erinnerungen, die man auffrischt, es ist, als ob es vor zwei, drei Jahren gewesen wäre, oder? Also es geht schnell vorbei. Ja. Ja, grundsätzlich sind wir einfach eine sehr verschwörte Mannschaft gewesen. Wir sind wirklich drei ausgeglichene Blöcke gewesen. An dem besagten Match habe ich jetzt einfach gerade mal drei Goal gemacht, aber wir haben im Davos, mag ich mich erinnern, haben wir dank der dritten Linie mit dem Freddy Marti und dem Lea Gensli haben wir dort gewonnen gehabt. Und wir waren einfach eine Top-Truppe gewesen. Einfach 12, 15 Kollegen, die einfach wirklich immer zusammen gewesen sind. Und es war einfach eine wunderschöne Zeit gewesen. Ja, natürlich super. Ich meine, der Aufstieg, wir fahren durch das Risiko, haben wir hier in den Nationalspielen gesehen. Also ich denke auch, ich bin natürlich froh, dass der Hansi Hohle, ja, ein Utzwiler natürlich, ein grosser Ostschweizer Risikospieler, dass er hoffentlich bleibt. Und ich denke, wenn uns niemand den Bruno Vollmer abwerbt, dann haben wir eine Chance nächstes Jahr in den National. Danke. Also vor allem, was der Bruno schon gesagt hat, von unten gesehen, auch Zuschauer jetzt, oder? Gesichter der Zuschauer. Früher war es nur Rauchschwaden gesehen. Aber hat auch seine Eigenheiten gehabt, ist auch speziell gewesen. Aber heute ist natürlich das Ganze ein bisschen ruhiger. Die Stimmung war früher ein bisschen besser gewesen. Aber also in der heissen Match heute geht es genau gleich zu und her wie seinerzeit. Wir haben sicher einen riesen Vorteil gehabt. Wir haben trotzdem auch immer in der Halle trainieren, mehr oder weniger. Und es war sicher ein riesen Vorteil gewesen, dass wir uns daran gewöhnt haben, die Hitze. Und all die gegnerischen Mannschaften sind nie gerne in die Halle, oder? Und das ist schon so. Und
Sepp Vögeli, der alte Hallenstein, die rechnet damals noch so bei den Gästen oder ob extra noch 40 Grad tut, da die Heizung gut, dass es wirklich nicht schon beim Umziehen schon nudelfertig sind.